den Michael Körner begrüßen und ja, das mal ganz schön. Wie war das Spiel in dem Sinne jetzt für Sie und das Team? Ja, danke schön. Gratulation an FC Leverkusen. Ja, zum Weiterkommen. Wir haben es heute den Glück geschafft, ein Tor zu erzielen und glaube ich in den ersten 20 Minuten jetzt besonders gut verteidigt. Dadurch haben wir uns das nach 15 Minuten das 1-0 eingefangen. Ich glaube dann sicherlich in der Tissen noch die eine oder andere Konterchance gehabt, aber ab der Halbzeit glaube ich war es ein Spiel auf ein Tor. Ja, Torwart von der Tissen und die Mannschaft hat Torwart gut gehalten, Mannschaft leidenschaftlich verteidigt. Von dem her, wenn du dann kein Tor schießt, am Ende dann bist du verdient aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Für uns natürlich bitter, weil wir schon weiterkommen wollten. Aber wie gesagt, jetzt heißt es, das Spiel abhaken. Samstag geht es gegen Dortmund. Dann müssen wir schauen, dass wir wieder auf den Platz kommen und Samstag dann in der Liga unseren Weg weitergehen. Also, wir freuen uns auf diesen Fall, alles gut. In dem Fall darf ich das Wort gleich weitergeben an unseren Coach Sven Agermann. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Zuerst möchte ich nochmal kurz viele Grüße an meinen Vorgänger Marco Konrad richten. Mit Sicherheit ist er der das meiste an dieser Sache auch gemacht hat. Wir haben das Ding ja schon übernommen. Da gibt es noch ein paar kleine Stellschrauben zu drehen. Von dem her ganz liebe Grüße, Marco. Und danke für die tolle Vorarbeit auf jeden Fall. Zum Spiel. Wir wussten natürlich über die brutale Qualität von 1860. Wir wollten tief stehen, gut organisiert. Das war eigentlich unser Ziel, genau so zu verteidigen, einfach mit viel Herzblut uns in alles reinzuwerfen. Und ich glaube, das war halt auch der Schlüssel zum Sieg, dass man da einfach ganz arg viele gefährliche Situationen entschärfen konnte mit unserem jungen Torwart, der natürlich viele gute Sachen gehalten hat. Und zwar klar, dass wenn wir was reißen müssen, dann über schnelle Umschaltaktionen haben wir zwei, drei richtig gut ausgespielt. Die Hauptwucht vom Torwart ist entschärft worden, die ein oder andere. Zweite Halbzeit war klar, wir haben die englische Woche, 60 war frisch, dass wir da mit Mann und Maus verteidigen müssen. Zum Schluss wollen wir ein oder andere Nadelstich vielleicht noch setzen, ist dann nicht mehr so groß gelungen. Aber die Moral, die Mannschaft zeigt hat, der Einsatz, das war überragend. Und für uns ist ein schönes Zubrot, aber ganz klar, wie der Kollege schon gesagt hat, Freitag haben wir ein schwieriges Spiel und das wird nach der brutalen Anstrengung heute umso schwieriger für uns. Dankeschön. Gut, in dem Fall noch ganz kurz das Wort an unsere Torschütze von 1-0, Moritz Strobel. Ich glaube, Wolf hat viel gesagt. Auch von uns, von der Mannschaft nochmal liebe Grüße an Marco, hat eine super Arbeit hier gemacht, haben mit ihm den Pokal gewonnen, haben uns eigentlich zusammen vorgenommen, dieses Jahr nochmal probieren, das Ding zu holen. War eine geile Erfahrung und dann zieht man so ein Ding mit 60. Da braucht man keinen motivieren, jeder hat alles reingehauen. Super verteidigt. Erste Halbzeit müssen wir sogar noch ein Tor machen. Zweite Halbzeit, wie gesagt, Spiel auf ein Tor mit allem verteidigt und dann gewinnt man hier 1-0 und super glücklich, eine Runde weiter zu sein. Aber natürlich geht bei uns der Fokus auf die Liga und ich würde lieber in der Liga wieder gewinnen als im Pokal. Danke. Sonst hat jetzt gerade jemand eine Frage aktuell, Mann. Herr Kölner, wie kann man sich diesen Auftritt heute erklären beim Regionalligisten? Lag es an Ihrer Mannschaft oder eher an dem guten Gegner heute? Beides. Ich glaube, dass sicherlich an uns lag. Wir haben zweite Halbzeit zu viele Möglichkeiten gehabt. Müssen wir sicherlich das eine oder andere Tor machen. Aber der Gegner hat natürlich alles reingeworfen. Und von dem her, glaube ich, ist immer eine Summe aus beiden. Sowohl, dass du deine Qualität auf dem Platz nicht so hundertprozentig bringst, wenn du im Pokal gegen einen Regionalligisten kein Tor schießt. Dann ist am Ende die Geschichte schon auf der Seite erzählt und auf der anderen Seite, wenn der Regionalligist es schafft, natürlich zu Null zu spielen, das in der Liga in den letzten Wochen ja nicht gelungen ist, dann sind sie heute über sich hinausgewachsen und haben am Ende dann auch den Sieg verliert. Okay, sonst kann man. Weitere Fragen? Ja. Ich hätte nur zwei Fragen an Herrn Ackermann. Zum einen mal, wir alle waren ja auch überrascht, als wir die Nachricht gehört haben heute früh oder gestern Nacht noch. Wie waren denn diese 24 verrückten Stunden Spielvorbereitung jetzt auch für Sie? Das war ja. Ja, also als ich den Anruf gekriegt habe, gestern Nachmittag, habe ich eigentlich ein Training von der anderen Mannschaft geplant. Musste dann nur schnell umplanen. Hat das ja auch gern gemacht. Wenn der Verein da anfragt, dann ist man eigentlich zur Stelle. Keine Frage. War selber,
dann ist eigentlich eher Arbeit. Man versucht sich auf 1860 vorzubereiten, man zapft dann einige Kanäle an, die man kennt, die vielleicht schon gegen 60 gespielt haben in der Runde. Man schaut sich noch das ein oder andere Spiel an, versucht auch ein bisschen was mitzunehmen, aber in der Kürze der Zeit kann man dann natürlich auch nicht so viel machen. Da geht es einfach darum, zu versuchen, die Jungs mit ins Boot zu nehmen, dass sie Qualität haben, das wissen wir. Die haben schon richtig viele gute Spiele gemacht in der Saison. Und natürlich musst du ein fast perfektes Spiel abliefern. Du musst hoffen, dass der Gegner gerade die Effizienz, die er vielleicht sonst nicht hat, heute nicht an den Tag legt, musst selber dein Tor machen und nur dann geht's. Und wie gesagt, das sind ja viel Arbeit in kurzer Zeit, viele Gedanken. Geschlafen habe ich nicht viel, aber ja, es hat sich gelohnt. Zweite Frage wäre noch bezogen auf den Torwart. Wer jetzt nicht die zweite Mannschaft verfolgt hat, den Namen wahrscheinlich auch noch nicht so oft gehört. Wie und wann fiel die Entscheidung, dass der Malvin in Zorkholz spielen kann? Ich kenne den Malvin letztes Jahr noch aus der U19 Bayernliga. Ich weiß, was er kann, und wenn man dann in so einer Lage ist, dass man kurzfristig was machen will, dann überdenkt man halt, was sind die Möglichkeiten. Und dann muss man auch was probieren. Ich glaube, wenn man nicht ein bisschen verrückt denkt gegen so einen Gegner wie 1860, dann kann man so ein Ergebnis auch nicht kriegen. Deswegen haben wir halt mal was probiert. Es ist zum Glück aufgegangen und ja, sind wir alle froh drüber. Hätten natürlich auch in eine andere Richtung gehen können, aber das Vertrauen war da, genauso wie alle Spieler, die heute angefangen haben, auch die, von der Bank gekommen sind. Und ich glaube, das gehört dazu, dass man einfach dann auch den kompletten Kreis an verfügbaren Spielern immer im Auge hat. Und es wird sicherlich nur Momente geben, wo die anderen dann zum Zug kommen. Und auch bin mir auch sicher, dass die das dann machen. Ich hätte noch eine Frage an den Kölner. Die Mannschaft hat teilweise ein bisschen unorganisiert, chaotisch gewirkt, viele Chancen vorne, hinten oft überrannt worden. Woran lag es? War es vielleicht ein bisschen Übermut, dass er mit rein gespielt hat bei der Mannschaft nach den vielen Siegen in der Saison bislang? Ich glaube, dass Übermut das falsche Ergebnis ist, was sie jetzt erzielen. Also ich glaube, dass die Mannschaft schon versucht hat, haben wir zweite Halbzeit gesehen. Und ja, die Chancen natürlich, da versucht natürlich jeder, das Beste vorne zu geben. Und heute hat es nicht gereicht. Und der Torwart hat natürlich die richtig guten Chancen am Ende auch gut verhalten. Also den Schuss vom Chef von Lex zum Beispiel, den hört jetzt auch nicht jeder. Und dann kommt er dann sowas zustande. Aber ich glaube, dass der Übermut jetzt am Ende der Grund war, dass wir heute hier verloren haben. Ich habe keine weitere Frage, sind gut. In dem Fall die Pressekonferenz beendet. Ich danke euch alle Ihnen fürs Erscheinen und ja, einen schönen Abend.